Ja, liebe Internetgemeinde, wir wollen heute über die Zukunft der Landwirtschaft, die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik in der EU sprechen. Und wenn man über die Zukunft sprechen will, muss man mit der Zukunft sprechen. Und deswegen ist es meine große Freude, dass die Zukunft der Landwirtschaft, ein Teil davon, nämlich die Landjugend, sich bereit erklärt hat, im Zuge der Konsultation, die die EU gerade durchführt zu der neuen Agrarpolitik ab 2020, mir und uns allen mit Fragen und Anregungen zur Verfügung zu stehen. Mein Name ist Andi Becht, ich bin Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und vor allem Landwirtschaft und Weinbau. Und wir müssen ab 2020 die Richtlinien und die Vorgaben der neuen Agrarpolitik in der EU festlegen und wollen uns im Rahmen des EU-Verfahrens nun gemeinsam um die beste Lösung bemühen. Ja, mein Name ist Matthias Genn, ich bin 29 Jahre alt, bin Vorsitzender der Landjugend Rheinland-Nassau und auch aktiver Landwirt. Ich bewirtschafte mit meinem Vater zusammen einen Hof mit Ackerbau, Bullenmast und Lohnarbeiten und bin halt deswegen durch die Verknüpfung von Landjugend und halt aktiver Landwirt doppelt betroffen von diesem Konsultationsverfahren und freue mich heute hier mit dem Staatssekretär Herrn Becht den Austausch zu tätigen und zu schauen, wo wir Probleme aufdecken können beziehungsweise wo wir auch ein paar Lösungen in dem Konsultationsverfahren ausmachen können. Ja, es geht, wie bereits erwähnt, um die Beteiligung in einem politischen Prozess. Das ist was Gutes, was sehr Gutes. Die Landwirtschaft als Politikfeld ist eigentlich die DNA der EU. Europa ist entstanden aufgrund auch eines Konsenses in der gemeinsamen Agrarpolitik und von diesem Konsens aus gemeinsam weiter gewachsen. Deswegen entscheiden wir mit der gemeinsamen Agrarpolitik nicht nur über ein Politikfeld und die Neuadjustierung von ein paar Regeln, sondern wir entscheiden auch über die Zukunft des Zusammenlebens, vor allem im ländlichen Raum, hier auf unserem gemeinsamen Kontinent, in unserem gemeinsamen Europa. Ja, und als erstes, bevor wir überhaupt in das Konsultationsverfahren einsteigen, möchte ich noch mal kurz den Artikel 39 des EG-Vertrages von 1957 zitieren, damit auch jeder von Ihnen genau weiß, worum es geht, welche Aufgabe die Landwirtschaft und auch die Ernährungswirtschaft in Europa hat. Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist es, die Produktivität der Landwirtschaft durch Förderung des technischen Fortschrittes, Rationalisierung der landwirtschaftlichen Erzeugung und den bestmöglichen Einsatz der Produktionsfaktoren, insbesondere der Arbeitskräfte, zu steigern, auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevölkerung, insbesondere durch Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens in der Landwirtschaft tätigen Personen, eine angemessene Lebenshaltung zu gewährleisten, die Märkte zu stabilisieren, die Versorgung sicherzustellen und für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen. Ja, und zur Erhebung der Konsultation hat die EU-Kommission eine Homepage eingerichtet. Auf einen Internetfragebogen sind verschiedene Fragen im Multiple-Choice-Verfahren zu beantworten und darüber hinaus auch einige offene Fragen. Die offenen Fragen können in Kästchen bis zu 1500 Zeichen bis sogar hin zum Hochladen von Dokumenten beantwortet werden. Man hat also wirklich viele Möglichkeiten, seine Meinung zur zukünftigen Agrarpolitik in der EU kundzutun. Ja, die Beteiligung seitens der Landjugend und auch der Landwirte ist sehr wichtig, da in diesem Verfahren darüber entschieden wird, wie wir nach 2020 wirtschaften, welche Auflagen wir erfüllen müssen, welche Verschärfungen bzw. auch vielleicht welche Möglichkeiten uns neu eingeräumt werden. Und daher ist es sehr wichtig, dass wir uns daran beteiligen und unsere Wünsche bzw. auch unsere Forderungen formulieren und kundtun. Und deswegen möchten wir euch heute animieren und euch Mut machen, mitzumachen und uns so zu helfen, die gemeinsame Agrarpolitik besser mitzugestalten. Gleichwohl ist zu begrüßen, dass die EU-Kommission diesen Schritt getan hat und eine umfassende Öffentlichkeit, eine umfassende Bürgerbeteiligung vorziehen will, bevor hier weitere Schritte eingeleitet werden. Es wird ein ganzes Bündel von weiteren Beteiligungsschritten auch über das EU-Parlament erfolgen. Diese Konsultation ist ein erster Schritt, weswegen
ich hier jeden animieren will, auch und gerade die Betroffenen, auch und gerade die Landwirtschaft, die sich hier einmal auf treffende Weise artikulieren kann, wie sie ihren Berufsstand und vor allem die Landjugend, die zukünftige Landwirtschaft, wie sie sich die Zukunft ihres Berufes und ihres Lebens in der EU vorstellt. Deswegen, genauso wie ich die Landjugend, die Landwirtschaft bitte, sich zu beteiligen, sich Gedanken zu machen, sich über ihre Zukunft Gedanken zu machen und einzubringen, bitte ich auch Sie, sich einzubringen. Die Frist läuft noch bis 2. Mai 2017. Gehen Sie auf diese Seite, die vermutlich gleich eingeblendet wird in diesem Video, und machen Sie sich Gedanken über Ihre Zukunft, die nicht nur die Zukunft der Landwirte und Landjugend in Rheinland-Pfalz, in Deutschland und Europa ist, sondern unsere gemeinsame Zukunft in Europa. Es geht hier um unsere Ernährung, aber auch, wie wir in Zukunft leben wollen. Und deswegen sollten wir uns alle wenigstens ein paar Minuten einmal darüber Gedanken gemacht haben. So streitbar die eine oder andere Position auch sein mag und so sehr man sich in einer Demokratie vielleicht am Ende einer Position beugen muss, wichtig ist, dass es ein Prozess war, bei dem alle dabei waren und wir einen gesamtgesellschaftlichen Konsens für die Zukunft hinbekommen. Bitte machen Sie mit. Ja, mein Appell geht genau in dieselbe Richtung. Ich ermuntige alle jungen Leute auf dem Land, alle Landjugendliche, alle jungen Betriebsleiter, alle, die in den grünen Berufen zu Hause sind, sich daran zu beteiligen, mitzugestalten. Auch wenn die Fragen manchmal etwas schwierig oder verwirrend sind, gebt nicht auf, wenn es halt zu knifflig ist, dann lasst die Frage weg. Aber beteiligt euch, beteiligen Sie sich an dem Verfahren, damit wir auch gehört werden und damit wir nachher auch unsere Positionen klar dargestellt haben und damit auch nicht nachher gesagt werden kann, wir wussten davon nichts, wir wurden übergangen. Also beteiligen Sie sich, nehmen Sie sich die Zeit, die Fragen zu beantworten. Und ich bin mir sicher, wenn jeder von Ihnen sich eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit nimmt, das ist gut investierte Zeit. Sie erspart uns im Ende das nächste Formular, den nächsten Tag Fortbildung. Es ist gut angelegte Zeit, also nutzen Sie sie. Damit wir auch in Zukunft eine starke gemeinsame Agrarpolitik haben, an der wir auch sagen können, wir haben mitgemacht, es trägt unsere Handschrift.